Emotional stand ich so vor Allah oder vor Gott, und der hat mich so, sage ich mal, gefragt, wieso ich das mache. Ich weiß nicht, ob ihr diese Ayat kennt, Suchruf heißt die. Da geht es halt Ja. darum, quasi, wieso man den Propheten Moses sozusagen veralbert hat und danach Jesus veralbert hat, und wieso man jetzt beim Koran das Gleiche macht und Sachen rausholt und sagt, das ist wieder nicht von ihm. Also wieso wir einfach so undankbar sind, da geht es um das. Und da habe ich mich halt so richtig angesprochen gefühlt und geweint und so weiter. Und dann habe ich ja eine Sache auch noch gefunden, da wo ich mir gedacht habe, der Teufel kann nicht allwissend sein. Also Fazit, Teufel kann nicht allwissend sein. Und im Koran gibt es ja Stellen, die nur ein Allwissender wissen kann. Dann habe ich erstmal so gedacht, okay, scheint, dass es von Allah ist, scheint, dass es von einem Allmächtigen ist, aber könnte ja auch sein, dass diese Sachen schon vorher in der Bibel standen und so weiter. Und dann bin ich zu einem Entschluss gekommen, und zwar, wieso muss ich alles aus dem Buch mit meinem Verstand in Einklang bringen, weil während ich das beurteile, ist der Teufel neben mir. Das heißt, der Teufel kann mir ja alles Mögliche einreden. Und als ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, ergeben sich viele Fragen, die ich vorher als Widersprüche im Koran hatte. Sage ich mal, auch machen irgendwo Sinn. Also kann ich mir erklären. Also ich gehe die Sache halt anders an, sage ich mal. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, Ja, also aber ich habe danach, was ja. willst du jetzt damit sagen? Weil ich kann jetzt auch zum Beispiel ein Lied von Beyoncé hören und auch weinen und denken, boah, krass, Ja, natürlich. das hat mich voll berührt und so. Du weißt, Gefühle können das Leben eines Menschen nicht nur täuschen, sondern komplett Ja. zerstören. Ja, also die Gefühle haben mich dazu gebracht, dass ich erstmal, also so ein Klick quasi, so, jetzt tu mal, versuch mal, die Sache auch irgendwo anders anzugehen. Also versuch nicht mit der Sache irgendwie Verse rauszunehmen, wo ich die nicht verstehe oder mir ein anderes Verständnis davon mache und dadurch das Buch ablehne. Weil ich denke mir, wenn ich in der Bibel etwas lese, was mit in meinem Verstand, sage ich mal, nicht passt, kann ich ja die Bibel auch ablegen, quasi, und sagen, okay, das ist nicht von Gott. Und würde aber falsch liegen, weil ja die Bibel von Gott ist, zum Beispiel jetzt nur. Also mein Verstand muss nicht immer alles verstehen. Ja, Ja. okay. So, Das heißt, und wenn man die Sache so angeht, findet man dann immer noch Sachen, da wo man sagt, es ist trotzdem nicht von Allah. genau. Und dafür, also mein Kanal ist dafür da, erstens, um das Evangelium zu predigen. Das heißt, damit du die Wahrheit selber erkennst, predige ich hier auch den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Warum? Weil Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Gott Ja. möchte, dass du die Wahrheit erfährst. Gott möchte, dass du seine Liebe und seine Gnade erfährst, was er für dich getan hat. Ja. Einen Gott zu erkennen, der was für uns Menschen getan hat. Nicht, Ja. Jani, nicht nur irgendjemanden, der 100 Milliarden Kilometer weit weg ist, den wir nie sehen werden, wo man nicht weiß, ob er einen errettet hat, wo man noch nicht mal mit ihm Kontakt hat, der mit keinem einzigen Propheten geredet hat und so weiter und so fort. Es geht um eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und dafür bin ich da, um dir auch zu zeigen, anhand meines Zeugnisses und in allererster Linie aber auch anhand durch die Bibel, weil das Gottes Wort ist, dass du Gott kennenlernst, wer Gott ist und was er für dich getan hat, weil die Bibel sagt, dass es nur einen Namen gibt, in dem wir gerettet werden können. Und dieser eine Name ist der Herr Jesus Christus. Und nur dieser Name kann uns ewiges Leben geben. Deswegen mache ich auch immer dieses Bild rein, was so metaphorisch gemeint ist, dass alle Menschen die Wahrheit benötigen. Und das ist sozusagen die Bibel. Und nur in der Bibel wirst du auch erkennen, wer der wahre Gott ist und das, was er für dich getan hat, der einzige Weg ist, wie du auch Seelenheil bekommst. In keiner einzigen Religion findest du das, dass man diesen Frieden in sich hat, dass man Gewissheit hat, was mit einem wirklich passiert, zu hundertprozentig nach diesem Leben. Okay. Also quasi zu meiner Frage zurück, Ja. wieso ihr den Koran, sage ich mal, nicht annehmen würdet, ist das inhaltlich betrachtet oder ist das, weil es gegen die Bibel spricht? Beides. Beides. Weil das Beides. Inhaltliche kann man ja einmal weglassen, weil man kann aus dem Inhaltlichen auch also sich es falsch interpretieren, sage ich mal, falsch verstehen. Der Teufel kann dir ein anderes Verständnis dafür geben.
Und jetzt müssen wir halt gucken, inwieweit es der Bibel aber widerspricht, weil es darf ja der Bibel an sich nicht widersprechen, weil die Bibel ist auch von Gott. So, genau. In Sure 3, Vers 3 steht das zum Beispiel, oder in der Sure 5. In vielen Versen steht geschrieben, dass Allah die Tora und das Evangelium herabgesandt hat für die Menschen als Rechtleitung und als Licht. Richtig, Ja? richtig. Und gleicherweise steht auch geschrieben, dass wenn Muslime im Zweifel sind, sollen sie die davor fragen, die Richtig. davor die Schriften bekommen haben. So, das hat ja alles sozusagen erstmal einen Sinn. Das heißt, wieso sollen Genau. Muslime, die 500, 600, 700, 800 Jahre später sozusagen den Koran erst in der Hand hatten, beziehungsweise bis jetzt, wieso sollen sie die Leute der Schrift fragen? Für was? Ja, Allah sagt doch nicht einfach irgendwie, ja, lies. Und danach sagen die auf einmal, ja, in der Bibel steht aber, dass der Herr Jesus Christus Gott ist und gekreuzigt wurde. Gleichzeitig steht im Koran in Sure 112 in Al-Ikhlas steht drin, dass Allah weder gezeugt hat noch gezeugt wurde. Dann steht zu der Kreuzigung, dass anstatt Jesus Christus gekreuzigt wurde, also im Koran heißt er ja Isa, er hat noch nicht mal den arabischen Namen bekommen. Da steht einfach Isa. Der arabische Name für Jesus Christus ist eigentlich Yasur. Ja, Okay. Yasur. Isa hat überhaupt gar keine Bedeutung wie dieser Name, Jesus oder Yeshua. Die Bedeutung in diesem Namen ist Das komplett falsch. habe ich Ihnen auch gesagt, Bruder. Das habe ich Ihnen vorhin auch gesagt. So, und Isa ibn Maryam wird laut Koran einfach ohne Begründung, ohne Anklagebegründung, ja, wird er einfach zur Kreuzigung gebracht. Ja, das heißt, es muss ja einen Sinn gegeben haben, warum der erstmal überhaupt zur Kreuzigung gebracht wurde. Ja, das heißt, Allah hat das zugelassen, dass er eigentlich hätte werde gekreuzigt werden müssen, normalerweise. So, aber dann wird einfach ein anderer gekreuzigt und Allah täuscht sozusagen alle, die da bei der Kreuzigung waren, die Familie von Isa, die Freunde von Isa, alle Juden, die da waren, einfach alle, die da waren. Und anstatt dessen wird ein anderer gekreuzigt. Ja, und diese Stelle steht in Sure 3, Vers 54, dass Allah wa makr Allah ist. Ja, makrin, das Wort. Wa makr Allah, das bedeutet, du kannst das selber nachschauen. Makr, das Wort, kannst du selber nachschauen, das bedeutet Lügner und Täuscher oder Betrüger. Und dort wird Allah als, in diesem Vers wird Allah als größter Listenschmied bezeichnet. Das Wort ist falsch übersetzt, Listenschmied. Da muss eigentlich stehen, Allah ist der größte Lügner und größter Betrüger. Das heißt, es wird geschrieben, dass er anstatt Jesus, also Isa, einen anderen hat kreuzigen lassen. Aber das ist auch unfair, weil Isa wurde doch eigentlich der Kreuzigung angeklagt. Und Ja, richtig. im Koran steht geschrieben, jeder Mensch soll für seine eigenen Sünden bezahlen. Aber Richtig. warum hat dann Allah ungerecht gehandelt? Warum hat der Isa nicht kreuzigen lassen? Er hat ihn einfach emporgehoben. Also Das Lüge Nummer heißt, zwei. okay, also das würde wieder heißen, unser Verstand akzeptiert diese Aktion von Allah nicht. Nein, es akzeptiert zwei Sachen nicht. Nicht nur, dass er das nicht zugelassen hat, sondern auch alle betrogen hat. Ja. Ja. Plus, dass es dann wieder der Bibel widerspricht, weil in der Bibel steht überall, dass er gekreuzigt wurde in den Evangelien. Sogar im Alten Testament, in Zacharia Vers 12, Kapitel 12, Vers 10 steht geschrieben, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. In der Offenbarung steht auch, er wird wiederkommen und jedes Auge wird ihn sehen, den sie durchstochen haben, und alle Völker werden auf die Brust schlagen. Okay, das würde ja eigentlich bedeuten, dass es an sich kein Widerspruch ist, weil ja der Islam, der Koran kam ja erst später. Das heißt, die Leute zu dem Zeitpunkt, die Jesus auch gesehen haben, die die Kreuzigung auch gesehen haben, waren fest davon überzeugt und steht auch in der Bibel, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Im nächsten Buch sagt Allah, das war nicht Jesus. Ganz genau. Plus, So, er hat das. nicht gezeugt, dass er keinen Sohn hat. Ja, halt biologisch gesehen sagen wir mal so, dass er keinen Sohn hat, ne? Genau. Also sozusagen, das macht doppelt und dreifach keinen Sinn, weil was hat das damit? Also wieso schickt Allah erstmal zwei Bücher? Ja, obwohl im Koran steht, dass Allahs Worte unabänderlich sind. Niemand kann die Worte Allahs abändern. Jetzt kommen Muslime und sagen, nein, das gilt nur für den Koran. Aber in den Tafsiren steht das gar nicht. Da steht nicht nur, dass Allah den Koran nicht verfälscht hat oder zugelassen hat. In den Tafsiren steht, dass alle Worte damit gemeint sind. Also auch Tora und Injil. So, Ja. warum schickt er zwei Bücher runter? Ja, lässt das angeblich als Prüfung für die Menschen so stehen?
Ja, dass sie das nochmal fälschen konnten, und danach kommt erst 500 Jahre später der Koran. Eine ganz, ganz einfache Antwort eigentlich darauf. Der Koran würde doch theoretisch gesehen, wenn die Bibel verfälscht worden ist und die Tora verfälscht worden ist, eindeutig im Koran reinschreiben, diese Lehren sind verkehrt, sind verfälscht. Aber was sagt der Koran? Der Koran sagt ja das Verständnis. Das heißt, sagt nicht zu Jesus, dass er Gott ist. Also das Verständnis, was ihr euch aus diesen Büchern nimmt, ist verkehrt. Nicht die Schrift wurde verfälscht, das Verständnis wurde Okay, Umut, wenn du verstellt. sagst, das Verständnis, dann haben wir ein nächstes Problem. Ein Ja. noch größeres Problem, Bruder. Wenn du sagst, das Verständnis ist anders, aber die Ja. Schrift ist original geblieben. Meinst du sowas, Umut? Ich sage, der Koran geht nicht auf die Schrift ein, ob es original Okay. geblieben ist. Okay, das heißt, wir gehen dann davon aus, dass der Koran nicht die Schrift bzw. anspricht, dass sie verfälscht wurde, sondern das Verständnis. Das heißt, Genau, damit alle richtig. hier verstehen, die Auslegung. Richtig. Okay, wenn wir jetzt sagen, die Auslegung ist falsch, nicht die Schrift selbst, sondern die Auslegung, dann müsstest du rein theoretisch alles, was in der Bibel steht, als Wahrheit sehen. Wenn ich sage alles, Bruder, dann alles als Wahrheit sehen. Aber die Auslegung, dann können wir diskutieren, kein Problem. Akzeptierst du die Bibel, wie sie jetzt ist, seit 2000 Jahren, so wie du sie jetzt siehst? Der Koran sagt ja, nur die Auslegung ist ja gerade deine Aussage. Ich Das beziehe ist mich jetzt meine nur. Aussage, ja. Ich beziehe mich nur auf dich jetzt gerade, ne? Genau. Dann akzeptierst du die Bibel zu 100% und dann frage ich mich, Bruder. Dann kann ich dir antworten erstmal auf das, dann kannst du die nächste Ja, Frage stellen. genau. Ja. Zu der Bibel, was Allah damals offenbart hat, dass was verfälscht wurde, oder was verfälscht, da geht es um das Verständnis, okay? Das heißt, zu Okay. diesem Zeitpunkt wurde das Buch nicht verfälscht. So, jetzt gucken wir, du sagst zu mir, Du meinst an der glaubst Zeit du? von Mohammed in der Zeit oder wann? Genau, zu dem Zeitpunkt. Sehr gut. Okay, So, weiter. ganz kurz, genau. Ob die Bibel heute verfälscht worden ist oder nicht, ob heute in der Bibel etwas anderes steht oder nicht, darauf geht ja der Koran dort nicht ein. Also um die Schriften, ob die verfälscht Sehr werden gut, oder nicht, sehr oder? gut, sehr gut, Genau. Bruder. Und deswegen müsste ich heute wissenschaftlich nachgucken, ob es verfälscht worden ist oder ob es wirklich immer noch gleich ist und das Verständnis nur anders ist. Aber du weißt schon, dass in der Zeit von Mohammed, ich geb dir mal ein Beispiel. Willst du, Harut, willst du was sagen, Bruder? Nee, nichts, nichts, Bruder, nichts. Umut, dann müssen wir so machen. Dann gehen wir mal in der Zeit von Mohammed zurück. Das heißt im Jahr 530, 35 oder 60, ich weiß nicht, wann er geboren ist. Gehen wir mal in der Zeit von Mohammed. So, nehmen wir mal eine Bibel, die ungefähr 1500 Jahre alt ist, als Beispiel. Oder 1400 Jahre, oder? Okay. Ja? Wir nehmen jetzt mal die aramäische Bibel, auch genannt die Peshitta. Okay? Von in der Zeit von Mohammed bis heute gibt es die immer noch. Die aramäische Bibel. Okay? Wenn wir sie nehmen und mit den anderen Bibeln vergleichen, die jetzt Haru zu Hause hat, gibt es eins zu eins keinen Unterschied. Dann frage ich dich, was machen wir jetzt? So, dann ist die Frage, also dann ist die Sache Ja. eigentlich so. Du behauptest gerade, dass die Bibel von Zeiten vom Propheten Mohammed bis heute inhaltlich nichts anderes hat als wie damals schon. Also heute nichts anderes wie damals. Können wir das wissenschaftlich nachweisen? Das kann ich dir zeigen. Ich kann dir das Buch zeigen. Ist ja kein Problem. Also die Bibel. Ist ja kein Problem. Okay, Was also. versuchst du denn da? So, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, wie du das sagst, dass das wissenschaftlich so, also dass wir einfach den Ich Einklang hab haben, die Bibel dass selber es heute gesehen. Das ist genauso, das. Genau. ja, Ja. genau. Sagen wir mal, wir haben den Einklang, dass es heute genauso das gleiche Buch existiert wie damals zu Zeiten des Propheten. Ja. Dann nehme ich diese Bibel genauso an, wie ich den Koran annehme. Sehr gut. Was willst du dann machen, wenn du da liest, genauso wie wir immer darüber sprechen, über die Bibel, über Jesus, Gott und bla bla bla, dann müsstest du rein theoretisch alles annehmen, was da steht, oder? Genau, Wenn da drin alles, was steht, da Jesus ist steht. der Sohn Gottes, dann musst du das annehmen. So, dann muss ich das so, wie es da steht, Annehmen. darf ich das ja nicht so annehmen, wie Jesus hat Gott hat geboren oder Gott hat irgendwie Geschlechtsverkehr Bruder, gehabt oder alles, was irgendwie drin sowas. steht, Bruder, musst du annehmen, oder? Ja, Das mit Gott, da sind wir gleich, da sind wir gleich. Das mit Gott, er hatte Geschlechtsverkehr, ist ja der Fehler im Koran, weil im Koran steht das ja. Wie Richtig. soll er denn ein Kind gezeugt haben, wenn er keine Frau hatte? Aber wir sagen ja nie, dass der Gott eine Frau hatte. Das steht ja Genau. so gar nicht in der Bibel.
Das ist ja das Ding. Also das heißt, da ist schon wieder der erste, noch ein Widerspruch im Koran. Genau. Also genau. Zu Abu Ghraib jetzt, weil ich will keine neuen Themen nochmal, also Step by Step. Ich will nur kurz darauf eingehen, weil ich kann sowas nicht im Raum stehen lassen. Okay, also ich nehme das so an, wie es drinnen steht. Was ich daraus verstehe, kann ja unterschiedlich sein, wie es bei dir ist. Weil zum Beispiel, Bibel sagt ja teilweise aus der menschlichen Sicht, dass er nur das offenbaren kann, was Allah ihm sagt, oder nur so Wunder bewirken kann, wie Gott es ihm befiehlt oder so, glaube ich. Also im Endeffekt ist er dort in der Menschenrolle, in der Prophetenrolle. Dann gibt es ja nochmal seine Rolle, wo er, sage ich mal, sagt, er ist Gott. Gibt es ja auch diese Verse. Das heißt, ich habe jetzt beides. Dann muss ich das Buch wirklich so gut kennen und muss auslegen können für mich, was jetzt Jesus ist. Ist jetzt Jesus Gott? Hat er ein Geschlecht als Mann oder nicht? Also es heißt nicht für mich, dass wenn er sagt, ich bin Gott, aber woanders sagt, dass er nicht Gott ist oder nur der Gesandte ist, dass ich daraus nur das eine rauslese. Weißt du, wie ich meine? Okay. Harut, hörst du mich, Bruder? Ja. Kannst du ihm kurz eine Stelle zeigen, wo es steht, weil er will es ja unbedingt lesen, ist ja kein Problem. Zeige ihm eine Stelle, wo steht Jesus, wo wirklich wortwörtlich steht, er ist der Sohn Gottes, damit wir das erstmal ganz kurz abklären. Ich möchte nur, dass er es auch hört und auch liest. Ich glaube, ich kenne Sohn Gottes. Sohn Gottes erstmal. Sohn Gottes oder Gott? Erstmal Sohn Gottes, Bruder, erstmal das. Okay. Auch laut, Bruder, und langsam. Und langsam. Fürs Verständnis. Wir wollen ja verstehen, ne? Richtig, das ist genau, deswegen sage ich laut und langsam vorlesen. Also ihr müsst ja auch bedenken, dass Alimo, ich weiß, warum du lachst, Alimo. Ihr müsst ja auch bedenken, dass ich bis Donnerstag den Koran ja sozusagen verlassen habe, also den Islam. Also ich gehe ja ehrlich mit der Sache um. So ist absolut. Ich bin auf jeden Fall ganz normal neutral jetzt. Ja. Ich will dich jetzt irgendwie nicht verarschen oder sowas. Alimo, ganz kurz, Bruder, ich weiß, warum du lachst. Du denkst, du bist wieder bei mir in der Therapie, ne? Therapiestunde. Richtig, Therapie. Ich hab's gemerkt, deswegen hat er gelacht, weil ich gesagt habe, langsam. Also laut und klein. Ich bin ehrlich, ja. Therapiestunde bei Abu Khanjar. Dr. Sheikh Abu Khanjar. So, Bruder Harut. So. Also in diesem im Johannesevangelium, Kapitel 9. Ja. So. Umut, hast du die Seite gesehen, die Stelle auch? Ja. Okay. Vers 35 sagt Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Mhm. Er antwortet und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Und er sprach zu ihm: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. So, stopp. Ja. Sehr gut. Was sagst du dazu, Umut? Ich sage dazu, dass Jesus hier gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Halleluja. Was sagst du jetzt dazu? Amen. Daraus verstehe ich, dass er direkt von Gott geschickt worden ist, direkt, ohne dass er einen Vater hatte, und deswegen sein Vater sozusagen Gott ist. Okay, ganz kurz, Bruder, ganz kurz. Was stand da hier zuletzt? Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Ja. Anbetend, merkt ihr das Wort? Anbetend. Das heißt, dieserjenige fiel anbetend vor Jesus nieder. Richtig. Was sagst du dazu, Bruder? Er hat ihn angebetet. Richtig. Und was heißt es jetzt? Okay, das heißt eigentlich gar nichts, weil wenn ich heute jemanden anbete, heißt das nicht, dass das jetzt... Was? Wenn ich jetzt irgendwas anbete... Bruderherz, Bruder, hör mal... Nein, da jetzt musst du vorsichtig sein. Anbeten, also ich frage dich was. Man darf nur Gott anbeten, sonst niemand. Richtig. Und fiel anbetend vor ihm nieder. Genau, das hat derjenige gemacht. Und so macht er das? Was hat Jesus gemacht dazu? Also auf das, was hat er... Hat er gesagt, hör auf, steh auf? Genau, ich frage dich, was hat Jesus dazu, also da gemacht? Lies weiter. Moment. Lies weiter. Lies, Umut. Ja. Ich bin stumm. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die,
welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Weiter? Und dies, ja, und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. So. Okay. Genau. Was machen wir jetzt, Mahmud? Bitte? Was machen wir jetzt? Du hast jetzt oben gelesen, was machen wir jetzt? Genau, also hier sehe ich jetzt nicht, dass er gesagt hat, steh auf. Richtig. Hier sehe ich nicht, ja, bete mich an. Also hier sehe ich eigentlich nur, wie er weiter geredet hat oder was er weiter... Genau, er müsste rein theoretisch sagen, hey, was betest du mich an, steh auf. Ja, theoretisch ja. Direkt, ohne Wenn und Aber, Bruder. Ohne Wenn und Aber, direkt, hey, aufstehen, das ist Kufr. Oder kann man aus diesem... Oder? Umut, ganz kurz, Bruder. Ja. Habibi, ganz kurz. Warte kurz. Er müsste doch rein theoretisch sagen, hallo. Ja. Du Muschrik, du Käfer, aufstehen. Das ist Kufr, was du machst, oder? Also theoretisch müsste, wenn Jesus angebetet wird und nicht Gott ist, müsste er sagen, steh auf. Ich bin nicht Gott. Richtig. Genau. Jetzt ist die Frage, was mit dieser anbetend, er hat sich anbetend niederfallen lassen oder so, stand ja da. Was, wie das Jesus sozusagen empfunden hat. Hat er das so empfunden, wie wir heute beten zu etwas? Oder hat er das einfach so als eine Art Entschuldigung anbetend genommen? Oder Jesus sprach immer vom Alten Testament. Wie kannst du was sagen, Bruder? Jemanden anbeten, egal ob Prophet, nicht, Bruder, das ist schon in der Zeit von Jesus. Bruder, das ist Gotteslästerung. Die hätten gesteinigt. Das ist Blasphemie. Du darfst niemanden anbeten außer Gott. Die Tora gab es doch schon vorher. Ja, ja. Das waren doch alles Juden. Bruder, das waren doch alles Juden. Die waren alles Moahidun. Die waren alles Monotheisten, Bruder. Die haben doch alle an die ganzen Propheten geglaubt. Wenn jemand vor Jesus niederkniet, anbetend, Bruder, das ist Kufur. Die hätten damals schon gesagt, hey, was machst du da? Also, steh auf. Also müssten wir theoretisch nach dieser Auslegung davon ausgehen, dass die Menschen zu diesem Zeitpunkt alle sich niedergekniet haben vor Jesus und ihn angebetet haben. Bruder, das also, geht's doch. Also, das ist jetzt ein Fall von seinem Leben, Umut, was passiert Umut, ist. Umut, hier ist eine Stelle. Guck mal, was der Bruder Abu Khanjar dir gerade gesagt hat. In Offenbarung 19, Abvers 9, Abvers 10, fällt Johannes, als er einen Engel sieht, ne, vor ihm nieder. Pass auf. Johannes schreibt, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, vor diesem Engel. Wie wird das beschrieben? Ja? Wie steht das? In dem Kontext steht geschrieben, dass das ein Engel ist, der zu ihm kommt, ja? Ja. Und mit ihm redet. So? Und dann sagt er, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, siehe dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Wahrsagung. Das heißt, in der Bibel sagt uns hier auch ganz klar, was Abu Khanjar gesagt hat, ist nur Gott anbetungswürdig. Deswegen sagt der Engel hier auch zu Johannes, bete mich nicht an, bete nur Gott an, weil das Schirk ist. Ganz kurz, darf ich das schnell lesen für mich? Ja, ja, gerne, Umut, gerne. Ja. Lies. Aber langsam. Genau. Okay, also ist hier Jesus vor den Füßen niedergefallen oder der Engel? Johannes fällt vor dem Engel nieder, Johannes. Johannes fällt vor dem Engel nieder, okay. Und dort sagt dann Jesus, dass er das nicht machen soll, quasi. Nee, dieser Engel sagt das. Willst du nochmal lesen, Umut? Also, ja, ich brauche das, was unten... Alles gut, Bruder, nochmal lesen. Lesen. Ja, jetzt sind aber unsere Gesichter da mitten im Text drinnen, ne? Warte, ja. Ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, und er sprach zu mir. Geh dich vor, tu es nicht. Deiner Brüder, der Zeugnis Jesu. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weisung. Okay, kann ich wissen, was ihr jetzt daraus versteht? Vielleicht kann ich mir dann auch ein Bild davon machen. So.
Und zwar wird hier beschrieben, dass Johannes vor einem Engel sich anbetend niederwirft. Mhm. Ja. Und dieser Engel sagt dann aber zu ihm, dass er das nicht machen soll. Aber in der Stelle, die ich eben gezeigt habe, hier in Johannes 9, ja, ab Vers 35, ja, hat der Abu Hanjar gesagt, dass Gott hier, dass der Jesus Christus hier nicht gesagt hat, mach das nicht, bete nur Gott an. Richtig. Das heißt, wer, okay, ist jetzt Jesus? Okay, also ich, wenn ich das so betrachte, okay, dann ist Jesus Gott, weil er nicht gesagt hat, steh auf. Genau. In einem anderen Fall zum Beispiel hieß es ja, steh auf und bete nur Gott an. Genau. Dann müsste es ja hier auch stehen, steh auf und bete Gott an. Und ich sage aber ja, nicht, genau, was machen wir jetzt? Genau, und ich sage, das heißt, wenn Jesus Gott ist und angebetet werden soll, laut der Bibel, dann müssten wir ja in der Geschichte das so haben, dass Jesus von den Menschen immer angebetet worden ist. Denn er ist Gott. Gab, genau, es das in der Geschichte, dass er, Bruder, seit 2000 Jahren. Genau, seit es Christen gibt, seit 2000 Jahren beten wir Jesus an, Bruder, natürlich. Aber sehen wir das im Buch an mehreren Stellen, da wo Jesus, ja, immer wieder angebetet worden ist. Pass auf, sogar nach der Kreuzigung wird er angebetet. Pass auf, nach der Kreuzigung, ja. In Lukas Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 50, nach der Himmelfahrt. Nach der Himmelfahrt, ja? Vor der Himmelfahrt, meine ich. Ich brauche Beispiele, wo Jesus auch anwesend war, mein Bruder. Ja, ist doch. Vor der Himmelfahrt, Entschuldigung. Der Himmelfahrt, okay, okay. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Mhm. Also Jesus. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Mhm. Und sie, also die Leute, die er dahin führte, und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Ja. Okay, aber da ist Jesus nicht mehr anwesend gewesen, ne? Das war direkt nach seinem Tod quasi. Nee, das war nach seinem Tod und auf dem Weg nach dem zum Himmel wieder zurück. Ja. Ich kann dir aber noch eine Stelle zeigen. Ja. Guck mal hier. Weil ich bin der Letzte, der sagt, dass die Bibel, überall wo ihr mir jetzt Quellen holt, also ich würde da nicht sagen, das ist alles verfälscht. Das ist dumm, wenn ich das so angehe, weil so komme ich nicht weiter. Ich muss ja davon ausgehen, dass der größte Teil von der Bibel richtig ist. Und wenn es mehrere Stellen gibt, da wo Jesus angebetet wird und Jesus nichts sagt, dann kann ja nicht alles verfälscht sein. Ja. Pass auf. Ja. In Matthäus Evangelium 2. Ja. Ab Vers 1 steht geschrieben, als nun Jesus geboren war, mhm, in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die, mhm, sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Mhm. Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als Baby, Janne. Ja, ja. Okay, aber da war Jesus auch Baby. Also wir haben jetzt zwei neue Beispiele genommen. Einmal war es direkt nach seinem Tod wurde er angebetet. Und das zweite ist, als bei seiner Geburt wurde er, also damit sie ihn anbeten quasi, wollten sie ihn anbeten. Und, ja, und als und er hat bei vor beiden seinem Tod. Stellung, er hat bei beiden nicht die Möglichkeit gehabt, Stellung zu diesen Sätzen oder Taten zu nehmen. Außer bei dem einen ersten, das was wir hatten. Da hat er die, ja, Möglichkeit gehabt, Stellung zu nehmen. Genau, bei der einen Stelle hätte er definitiv Stellung gehabt, ja. Ja. Gibt es aber andere Stellen da, wo er Stellung dazu nehmen hätte können? Ja. Warte kurz, mein Akku geht jetzt gleich leer. Ich hoffe, ich krieg's noch gebacken. Ja. Und das mit der Anbetung, Bruder, ich kann dir noch ein Beispiel geben. Apostelgeschichte 10, ja, Vers 25. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Mhm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin nur ein Mensch. Hast du gesehen? Nochmal. So, als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Cornelius betete Petrus an.
Ja, Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin ein Mensch. Richtig. Ist ja So. auch richtig so. Absolut. Ja. Und so zum Thema mit Anbetung. Ja, natürlich. Also ich glaube nicht, dass es in Verstehst der du, Bruder, Bibel was ich steht, meine? dass man einen Menschen anbeten kann. Natürlich darf man keinen Menschen anbeten. Richtig. Und deswegen sage ich immer noch, bei Jesus gab es einen Vorfall, da wo er angebetet worden ist, wie man gelesen hat, und er hat nicht Stellung dazu genommen. Aber er müsste Stellung nehmen, so wie Petrus direkt Stellung nehmen, Genau, oder? er müsste ihn nochmal direkt wegschicken, aber es steht nicht drinnen, dass er das gemacht hat. Also er hat keine Stellung dazu genommen. Ja, genau, er hat nicht verneint. Genau, Und so das muss. würde für mich heißen, dass Jesus für sich selbst erstmal kein Mensch ist, weil sonst würde er sagen, steh auf. Absolut, So. absolut, genau. Und deswegen sage ich, damit ich diesen Verstand habe erstmal, dass Jesus sich so gesehen hat, als Gott gesehen hat, dafür müsste ich hier andere Beispiele auch haben, da wo er nicht Stellung genommen hat. Warte Weil mal. wenn du mir zack jetzt zeigen könntest aus der Bibel, guck mal, hier wurde Jesus angebetet und Jesus stand davor und hat nicht gesagt, steh auf. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Aber wie oft willst du denn sehen, damit du das glaubst, Bruder? Also ich verstehe das nicht. Also wir haben es einmal und Bruder, das ist zu wenig. Das ist Aber fast warum? nichts. Aber warum? Das ist Das nur ist wie, eine, genau das ist. wenn du sagen würdest, zeig mir einmal in der Bibel die Stelle, wo Jesus Gott ist. Und dann zeigen wir dir und dann sagst du, ja, okay, nur einmal. Gibt es noch mehrere? Bruder, guck mal, das Problem ist, wie oft brauchst du das, damit es für dich glaubwürdig ist? Das verstehe ich bei dir nicht. Guck mal, die Ich Bibel kann ist es dir das Wort. sagen, ja. Ich kann dir sagen, wann es für mich glaubwürdig ist. Für mich ist es glaubwürdig, wenn ich es, also ohne eine Zahl zu nennen, daraus rauslesen kann, diese Sache ist eindeutig, dass das mehrmals vorgekommen ist und es ist klar und deutlich, dass Jesus nicht einmal gesagt hat, steht auf. Ah, ganz kurz hier, ein Bruder schreibt mir auch die Stelle, ist auch sehr, sehr, sehr stimmt, die habe ich vergessen. Johannes 20, Vers 28, genau. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Sagte er zu Jesus: Mein Herr und mein Gott. Sagt man das zu einem Propheten? Wie geht's weiter? Nimmt Jesus Stellung dazu? Jesus spricht. Willst du das auch vorlesen? Sollen wir das zusammen vorlesen, Umut? Wenn du Ich willst, habe gerade nichts da, ne? kurz auf. Achso, du hast nur ein Handy, ne? Ja, jetzt gerade schon. Okay. Wenn du willst, kannst du dir aufschreiben. Du kannst es auch dann später lesen, wenn du kurz vorm Schlafen bist oder wie du willst. Johannes 20, Vers 28, Bruder. Lesen, wenn du willst. So. Johannes 20, 28, ja. Ich Genau. hoffe, man hört mich wieder. Ja, man hört dich, Bruder. Ja. Kennst du die Stelle, Bruder Harut, Johannes 20, Vers 28? Ja, mache ich jetzt auf. Oder macht schon einer auf von euch, Ich habe schon oder? aufgemacht, Bruder. Ich habe ihn gerade vorgelesen. Okay. Umut, hörst du mich? Ja. So, dann guck mal. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr, mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Guck mal, halt, ich Amen. krieg Gänsehaut, Bruder. Ich krieg Gänsehaut. Was verstehst du unter dieser Antwort? Danke, Bruder, wegen dem Vers. Was sagst du dazu? Also erstmal verstehe ich daraus, dass er nicht gesagt hat, ich bin nicht Gott. Dankeschön. Das ist das Erste, was man daraus versteht. Wieso hat Richtig. dann Jesus nicht gesagt, ich bin nicht Gott? Richtig. Das Zweite, das müsste ich, das, was er dazu gesagt hat, kann ich das nochmal haben? Ja, Bruder, der Johannes. Also, ich vorlesen meinst oder die Ja, nur Stelle? die Stelle da, wo Jesus geantwortet Ach hat. so, Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Okay, also er sagt nicht, also er sagt weder, dass er Gott ist, weder, dass er nicht Gott ist. Er geht auf das nicht ein. Normal müsste er Aber darauf Bruder, aber eingehen, guck wenn mal, es das nicht meine ich. ist. Du sagst jedes Mal, er geht nicht drauf ein. Das ist wie wenn Genau. er ausweicht. Aber Bruder, wie kann man sowas ausweichen? Ich verstehe das bei dir gar nicht. Guck mal, Bruderherz, egal was man dir vorliest, du sagst immer, er sagt nicht direkt so, aber ja, aber er Er verneint sagt auch nicht. beides nicht, genau. Aber was heißt es für dich? Für mich, genau, das ist eine Auslegungssache und genau da ist ja das Problem. Also wenn du das liest, ist er für dich ein Prophet? Nein, 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 nein. Was Wenn ist er ich das dann? lese, Was ist. verstehe ich nicht direkt daraus, dass es nur ein Prophet ist. Ich verstehe aber auch nicht direkt daraus, dass es Gott ist. Sondern, was machen wir dann? Da haben wir ein Problem. Was machen wir dann? Ja, und genau das ist ja das Problem. Das ist ja genau das Problem, Das was im ergibt keinen Koran Sinn. Nein, erklärt Bruder. wird. Nein, Bruder, das ergibt gar keinen Sinn. Tut mir leid, Bruder. Nein, ehrlich nicht. Das Abu ergibt keinen Kanja, Sinn. Ja, lieber.
Aber diese Bibeln sind ja auch so überlieferungsmäßig, ne? Weil er selber hatte jetzt kein Buch, ne? Wer? Also Jesus hatte kein Buch, ne? Wo Er er kannte die Tora hinterlassen hat, wo auswendig, er Bruder. sagt, das ist eure Bibel oder so. Bruder, wie Jesus hat ein Buch? Das war die Tora, Bruder. Also die Bibel, meine ich, ist nicht direkt jetzt von Jesus, sondern das sind ja auch so wie jetzt Überlieferungen. Also, ne? Augenzeugenüberlegung, ja klar, Ja, natürlich. okay, das wollte ich nur. Danke. Pass auf, Umut. Ja, bitte. Umut. Würdest du dich als Zweifler, wenn du die Verse liest, würdest du offen und ehrlich sagen, dass du ein Zweifler bist für diese Stellen? Ich sage, dass ich noch nicht das so richtig verstanden habe. Also ich sage jetzt Okay. dadurch nicht, dass Jesus nur ein Prophet ist. Ich sage dadurch auch Okay. nicht, dass Jesus Gott ist. Es ist für Aber mich mittig, pass sage auf, ich mal. Ja. und zwar sagt doch der Herr aber in diesem Vers, ja, der Thomas zweifelt ja und er war ja die ganze Zeit mit Jesus dabei. Er hat ja alle Wunder gesehen. Ja, Richtig. er hat auch die Kreuzigung gesehen. Er hat auch die Auferstehung gesehen. Und er hat immer noch gezweifelt. Immer noch. Ja, nee, er war eigentlich in einer viel besseren Position, um ihn als einen Herrn und einen Gott anzunehmen, als wir. Richtig, Und ja. deswegen sagt auch Jesus auch danach zu ihm, wo Thomas zu ihm dann sagt, ich glaube dir immer noch nicht, ne? Ja. Und danach sagt er aber, wir haben den Herrn gesehen, sagen die Jünger. Und Thomas sprach, er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Ja, und danach Okay. sagt Jesus, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, ja, reiche deinen Finger und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig. Das kann er auch zu dir sagen, Umut, sei nicht Ja. ungläubig, Ja. sondern sei gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, okay, also in dem Sinne, ne? Okay. Und dann war er gläubig und hat dann sein Wort gehalten. Er hat gesagt, erst wenn ich meine Hände an seine Seite lege und die Nägel male sehe, dass er Ja. wirklich gekreuzigt ist, dann erst glaube ich, dass das auch Jesus ist, dass er der Auferstandene ist. Und Ja. danach sagt er zu ihm, mein Herr und mein Gott. Er sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Und danach sagt Jesus, Thomas, du glaubst, dass ich dein Herr und dein Gott bin, weil du mich gesehen hast. Und danach sagt er eine Seligpreisung, sagt er. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Damit sind wir gemeint. Wir haben Jesus nicht gesehen. Und noch mehr glückselig sind wir, die ihn nicht gesehen haben und doch glauben. Ja, okay. Also ich verstehe daraus, dass er ihn ja wieder als Gott angesprochen hat. Und Jesus hat das wieder nicht verneint, sondern hat gesagt, glückselig sind die, die es gesehen haben und hier sind. Und wir sind halt diejenigen, die es nicht gesehen haben und an ihn glauben. Genau, er sagt, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Und er hat ja auch sein Wort eingehalten. Thomas hat Ja. gesagt, erst wenn ich das sehe an seinen Händen, dass er diese Male da hat und an der Ja. Seite, wo er gestochen wurde mit dem Speer. Ja. Ja, erst wenn er das sieht. Geht es da darum, dass er die Wiedergeburt wieder, also glauben würde, oder um was geht es da, was er da glaubt? Oder Ne, Jesus überhaupt annimmt, oder? er konnte es immer noch nicht glauben, weil Jesus war schon seinen Jüngern erschienen. Ja, und vorher in dem Abvers 19 kannst du sehen, da steht ja auch, dass Jesus kam und sagte, Friede sei mit euch. Und als er das sagte, da zeigte er, guck mal, Jesus zeigte ihnen sofort die Hände und seine Seite, sofort, als Beweis. Und da steht dann geschrieben, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und danach sprach er, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er dies getan hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Und Okay. danach von all diesen Jüngern ist nur Thomas der Ungläubige. Ja, und er stellt dann sozusagen eine Glaubensbedingung. Ja. Er sagt, erst wenn ich das sehe. Das heißt, wahrscheinlich war er in diesem Moment auch nicht ganz dabei. Also Weil er ist Jesus hat das. ungläubig, weil er gestorben ist, oder war er sowieso nicht gläubig?
Er wollte nicht, also er war am Zweifeln, dass das Okay. wirklich Jesus ist und dass sein Herr und Gott wirklich auferstanden ist. Weil sowas hat es noch nie gegeben, dass jemand einfach gekreuzigt wird und danach aufersteht. Richtig. So. Ja. Und er konnte es noch nicht wahrhaben, sozusagen im Glauben annehmen und danach sagte er, ich möchte das erstmal sehen an seiner Hand. Und danach hat Jesus ihm das Ja. gezeigt und dann war er auch gläubig sofort. Ja. Ja, passt. Passt ja. Ich bin nur bei der Sache hängen geblieben, weil er ja anscheinend wieder gesagt hat, also der Thomas, glaube ich, hat das gesagt, wieder Gott zu ihm gesagt, ne? Genau. Ja, da ist die Sache, dass dort Jesus wieder nicht auf die Sache eingeht. Ich meine, irgendwann müsste ja Jesus auf das eingehen, dass er Doch, entweder Gott ist oder. Ja. er sagt doch, du glaubst, weil du es gesehen hast. Ja, seine Wiedergeburt quasi. Seine Auferstehung, ja. Ja, Du seine, da glaubst, weil geht du es ja um die gesehen hast. Auferstehung. Ja, da Da geht es ja stimmt er nicht. das doch zu, weil er stimmt seinem Glauben zu. Er sagt doch, mein Herr und mein Gott. Ja. Und wenn er nicht Gott wäre, hätte er sagen müssen, nein, ich bin nur dein Herr, aber nicht dein Gott. Ja, Oder ich bin genau nur dein richtig. Prophet. Genau Ja. richtig. Da bin ich bei dir. Aber dass er sagt, dass er es gesehen hat, da geht es nicht darum, dass er den Herrn und Gott gesehen hat oder so, sondern dass er die Auferstehung gesehen hat. Das tut er ja, sagt Doch, halt ja. in 28 steht, und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und danach spricht Jesus zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Ja, er hätte dort sagen müssen, dass er nicht Gott ist, erstmal. Er hätte zumindest, so wie dieser Engel in Offenbarung, hätte er sagen müssen, stopp, ich bin nur ein Prophet, ich bin für dich Genau. gestorben und auferstanden, aber ich bin nicht Genau. Gott. So in dieser, wie dieser Engel. Guck mal, wenn der Theoretisch. Engel die Ja. Wahrheit sagt, dann muss das doch erst recht ein Prophet sagen. Theoretisch auf jeden Fall müsste er auf das eingehen, wenn er nicht Gott ist. Wenn er Ja. Gott ist, kann er das so stehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt, also das ist eins der sehr schönsten Stellen. Es gibt auch andere Stellen vor seiner Kreuzigung, wo er mit Pharisäern redet, also mit den heuchlerischen Pharisäern. Und zwar in Kapitel 10, Abvers 30, wo er sagt, dass der Vater, dass Gott sein Vater ist. Ja, und das ist ja eigentlich. Ist das ja Götzen, ist das Gotteslästerung gewesen. Ja. Und die Juden haben zweimal Steine hochgehoben, um ihn dann zu steinigen. Ja. Ja. Und er ist einfach durch sie durchgegangen, sozusagen. Ja, auf Und ja. er hat nicht gesagt, stopp, übertreib die Lage nicht, ne, wie dieser Engel, ich bin nicht Gott. Und der Vater ist auch nicht mein Gott, und beziehungsweise Gott ist nicht mein Vater, so rum, hat er nicht gesagt. Okay. Ja, jetzt ist das Ding nur, es gibt ja auch diese anderen Verse da, wo er aus der menschlichen Rolle spricht, ne? Was machen wir mit Genau. denen? Ja, das müssen wir annehmen, weil wir glauben ja an die zwei Naturen des Herrn. Dass er vollkommener Mensch war und vollkommen Gott. Armut, weißt du, was die Zwei-Naturen-Lehre ist erstmal? Nee, so an sich habe ich das jetzt zum ersten Mal Ach gehört. so, oh, sehr gut, Bruder. Gut, Maharu, dass du das erwähnt hast. Okay, kannst du Ja, erklären, Bruder? geht ganz einfach, Bruder, Umut. Es gibt, also Jesus, wir glauben ja, also die Trinität kennst du ja, dann gibt es die Ja, die zwei kenne ich. Naturen, dann gibt es die zwei Naturenlehre. Gut, dass du es jetzt ansprichst. Wir sagen, Jesus ist 100% Gott und 100% Mensch. Und diese Stellen, wo du jetzt gemeint hast, da ist er 100% Mensch. Deswegen sagen wir auch, er ist 100% Mensch und 100% Gott, Bruder. Ja, also ich kenne die Sache schon so, dass ich, also kann Allah sich als Mensch auf die Erde schicken, könnte er. Also Könnte erstmal er. spricht prinzipiell nichts dagegen, vom Absolut, Prinzip her. Ja. absolut. Genau. Nur, aber wenn ich das dann im Koran vergleiche, dann kommt ja diese Stelle, wie krass eigentlich der Koran den Propheten Jesus, sage ich mal, beschützt oder die Leute in Rechenschaft zieht, weil man mit Jesus so und so umgegangen ist. Also
wir werden in Rechenschaft im Islam gezogen, wieso man mit Jesus so und so umgegangen ist. Also es gibt einen bestimmten Stellenwert, was Jesus als Prophet hat. Es wird ja auch gesagt, dass er den Heiligen Geist empfangen hat von Gott. Also für mich sowieso der besonderste Prophet, sage ich mal, oder Gott, wie ihr es nehmen wollt. Okay, Aber laut er ist auf Islam jeden der Fall. besonderste Prophet, laut Islam, findest du? Also für nein, mein Empfinden, was ich Ja, lese. ich meine ja nur, Bruder, ich rede nur So, von dir. Laut deinem Empfinden merkst du, dass irgendwie Isa, also laut Islam, Isa ben Maryam, irgendwie der besonderste Prophet ist im Koran. Richtig, richtig. Allein schon von seiner Geburt. Was machen wir jetzt mit Mohammed dann? Das ist ja der nächste und letzte. Aber für mich rein, was Es gibt keinen die Unterschied. gelebt haben oder wie sie gelebt haben und dies und das, wenn ich mir das angucke, ist für mich das, wie Jesus gelebt hat und das, was Jesus für Botschaften gebracht hat oder seine Wunder, größer. Für Waren mein als Empfinden. Mohammed. Ja, für mein Empfinden auf jeden Fall. Richtig, aber jetzt kommt das Problem, Bruderherz. Jetzt kommt das Problem im Islam. Wenn doch Jesus viel größere Sachen gemacht hat und seine Geburt Ajaib war, ne, so gesehen, dann frage ich mich, warum kommt Bob Mohammed 600 Jahre später? Für was hat Allah 600 Jahre lang die ganzen Christen in die Hölle geschickt oder irren lassen, ja, verbrennen lassen, 600 Jahre lang, ja, und dann kam erst Mohammed. Wo ist der Sinn? Also ich kann aus dem Koran raus antworten, weil Sinn, was Allah und Gott macht, reicht manchmal mein Wissen natürlich nicht aus. Ja, klar. Wieso er, was er macht, so. Aber aus dem Koran raus wird ja die Frage auch gestellt, was ist mit diesen Menschen, die an Jesus geglaubt haben und die anders geglaubt haben, wenn Die du doch geglaubt haben, dass Jesus Gott ist. Was ist mit denen genau, 600 die, Jahre lang? genau. Und er sagt, für all diese Menschen gibt es keine Rechtsstrafe oder irgendwie sowas steht dort im Koran drinnen. Für diese Menschen, die damals, also bevor der Prophet gekommen ist, anders geglaubt haben. Das wird so beantwortet im Koran. Und für das, wieso er danach den Propheten Mohammed schickt und den Koran schickt. Ab wo ist der Sinn, Bruder? Das heißt, davor, diese 600 Jahre lang, sind die nicht in die Hölle gegangen? Nicht. Aber Genau. ab Mohammed sind die Christen immer in die Hölle gegangen, weil ab da kam ja die Ab, Botschaft angeblich. genau, ab Mohammed soll man dieses Buch lesen Aber wieso hat und Allah sich 600 Jahre lang Zeit genommen, Bruder? Oh, Verstehe ich Bruder, nicht. das ist, wieso er sich so viel Zeit gelassen hat. Das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten, weil da müsste ich in Aber Gott seinen das, Kopf aber sein. Bruderherz, das ist sehr, sehr wichtig. Wieso lässt man 600 Jahre lang so viel Zeit vergehen, dass die Menschen in die Irre geleitet sind? 600 Jahre lang. A'udhu billah. Ja, Warum? also eigentlich ist es nicht so wichtig, wenn diese Leute nicht zur Was? Rechenschaft gezogen werden. Wenn diese Leute 600 Jahre, die das so geglaubt haben, nicht in Rechenschaft gezogen werden, Aber dann ist das es ist erstmal. absolut im Widerspruch im Koran, Aber Bruder. das wissen wir doch nicht, ob sie in die Irre gelaufen sind. Das sagt doch der Koran. Die glauben doch, du sagst doch selbst, der Koran ist ja gegen die Trinität, oder? Genau, richtig. Umut Ja, und ja, Alimor. ja. Hört ihr mich? Ich höre Du dich. hast nur noch, einen Strich gerade, Abu Hanjan, also einen roten Balken. Deswegen. Jetzt ist er weg, glaube ich. Okay, aber Er Umut, hat auch du auf hast. Stumm. Ja, aber Umut, du hast jetzt. Wo liegt jetzt nochmal allgemein dein Problem im Sinne von, wir haben dir ja bewiesen aus der Schrift. Das heißt, du glaubst jetzt, dass alle Stellen, die gegen den Koran sprechen, verfälscht sind in der Bibel? Nein, ich sage Nein. nicht, dass, nein. Das würde, ja, also es passt zu meinem Verständnis erstmal nicht, dass alles verfälscht. Also so gehe ich eine Sache nicht an, indem ich sage, das ist verfälscht, weil so komme ich nicht weiter. Ich bin, also meine Erkenntnis aus dieser ganzen Sache, ne, ist, dass ich sage, der Islam nimmt die Bibel so, wie sie ist, eigentlich erstmal komplett an und tut nur das, was die Trinität aussagt, also dass Jesus auch Gott ist. Und das soll man nicht machen. Also nur dieses, also ich habe jetzt auch nicht speziell was anderes gefunden, aber das hier speziell, dass Jesus Gott ist, sollen wir nicht machen, sollen wir nicht sagen, sollen wir nicht glauben. Ansonsten ist das Buch sauber. Das Buch ist auch mit dieser Sache sauber, aber das Verständnis ist verloren gegangen. Also das Verständnis, dass Jesus Gott ist oder dass Jesus Prophet ist, da haben wir einen falschen Weg sozusagen Okay, eingenommen. okay.
Aber dann stimmt's, dann ist das nur eine Sache, die anscheinend deiner Meinung nach nicht richtig läuft, weil es gibt ja noch die andere Sache, dass ganz klar beschrieben wird und auch in der Apostelgeschichte und in allen neutestamentlichen Briefen und auch in der Offenbarung, dass der Herr Jesus Christus als Gekreuzigten gepredigt wird. Gekreuzigt und auferstanden. Und nur er kann die Sünden der Menschheit vergeben. Wir haben auch Muss nicht nur ein man. verständliches, sondern auch ein heilsrelevantes Problem. Ja, War es der da Koran? gibt's, glaube ich, diese Stelle in der Bibel, da wo steht, und ich bin der Richter, glaube ich. Ne? Harut, das. Verstehst du, was ich meine? Ja, diese Stelle, wo er sagt, ich bin der Richter. Ja, aber in der Apostelgeschichte, wo Juden oder Heiden zum Glauben gekommen sind, sind sie ja warum zum Glauben gekommen? Weil ihnen der gekreuzigte und auferstandene Jesus gepredigt wurde. Das heißt, es gibt nur einen Namen, der unsere Sünden vergeben kann. Es ist nur ein Name, Jesus Christus. Jetzt haben wir auch ein heilsrelevantes, dickes Problem. Verstehst du? Dass nur Das, was. Jesus uns retten kann, Genau. quasi. Genau, dass nur Jesus uns retten kann. Und im Koran hast du das nicht. Im Koran gibt es ja laut islamischer Theologie mehrere Wege, wie du eventuell, manchmal inshallah und manchmal als Märtyrer, oder an manchen Stellen steht sogar geschrieben, wer an Allah glaubt und an den jüngsten Tag, auch Christen, Sabäer. Es gibt viele Wege, aber es ist unklar. Und das ist von Akida, also beziehungsweise von Sekte zu Sekte anders. Und das gibt es im Christentum nicht. Ich bräuchte halt jetzt diese Quelle im Christentum, auf die wir halt eingehen könnten, da wo wir nur durch Jesus, also im Sinne, ob Jesus uns verzeihen muss, damit wir zum Himmel kommen, oder ob Jesus für uns gestorben ist, dadurch, dass wir zum Himmel kommen. Also wie das halt dort genau beschrieben wird. Oder vielleicht Ja. hast du es auch aus dem Kopf. Harut, Ja. es ist für jemanden, ich sag mal, wenn er vorher Muslim war, vor allem schwierig an das, wie du es jetzt oder wie es halt da drinnen steht, sehr schwer, weil man halt den einen Gott in drei teilt. Das ist schwer in den Sinn. Also das passt vielen nicht. Verstehst, was ich meine jetzt? Wenn er, weil Ja. er irgendwo in der Bibel sagt, ich bin gesandt, betet mein Vater an, der ist höher als ich, der ist größer als ich. Auf der anderen Seite sagt man wiederum, ich bin Gott. Und das ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber ist das nicht eine Sache, die man dann wirklich Ich auslegen bin kann? Muslim. Ich bin Muslim. Also ich Pass weiß, wie auf. das. Also ich bin Muslim. Ich glaube nur an den Koran. Ich nehme keine Hadithe an und nichts an. Ich bin Muslim. Ja, also, aber im Endeffekt heißt es doch für uns, dass es in der Bibel diese Geschichte, dass die eine Auslegungsgeschichte wird automatisch, wenn einmal Alles das so ist und eigentlich. einmal so wird. Das heißt nicht, dass es sich wieder, also, was heißt nicht Nein, widerspricht? widersprechen. Man kann es halt so auslegen und Richtig. man kann es so auslegen. Ja, es Also, ist nicht einfach. genau, Ich und erkläre es. da und Ich da auf erkläre das es. Ich geht halt erkläre der es. Koran ein und nicht auf die komplette Bibel. Das ist kein Problem. Und zwar das Wesen Gottes zu verstehen, ist erstmal jetzt nicht heilsentscheidend, was die Errettung angeht. Und zwar, das wirst du sowieso dann wahrscheinlich parallel verstehen, aber in allererster Linie geht es darum, und zwar, hier steht in der Apostelgeschichte 4, kannst du selber nachlesen, kannst du auch immer wieder Screenshots machen am besten oder selber die Bibel lesen, damit dein Wissen auch vermehrt wird. Hier steht es drin ab Vers 9 oder beziehungsweise ab Vers 8, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und jetzt pass auf, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel,
den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ist ein Menschen, in dem wir gerettet werden sollen. Okay. Was ich jetzt aus dem verstehe, oder? Ja, es ist hier, in diesem Kontext geht es darum, dass Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat sind. Ja. Und sie reden halt zum Volk und verkündigen das Evangelium. Und hier steht auch drin, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf 5000 sogar. Ja, das waren Juden, beziehungsweise auch wahrscheinlich Heiden. Ja. Weiß man nicht jetzt so genau. Da steht drin, dass die Männer, dass die Anzahl der Männer stieg. Ja. So. Und danach wurden sie halt vor den Hohepriestern gefragt. Ja. Und da wurde halt, hier steht drin, versammelt. Und sie stellten die Frage auf, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Ja. Und Petrus nennt halt diesen Namen, dass diese Heilung von einem kranken Menschen berichtet wurde, dass er gesund ist. Und dann sagt er, es ist in keinem anderen das Heil. Das ist sozusagen wie wenn du die Schahada sagst, La ilaha illallah. Ja. Ja? Hier steht das schon vorher in der Bibel, dass es nur einen Namen gibt, der Rettung gibt. Es ist in keinem anderen das Heil. Nur in Jesus. Keinem anderen. Und es ist in keinem anderen das Heil. So, in aber dem wir gerettet oben werden sollen. Genau. Es ist in keinem anderen das Heil. In dem wir gerettet werden sollen. Ich glaube, du hast jetzt einen Hänger mit dem Internet gerade. Ja, jetzt passt es, glaube ich, wieder. Also im Endeffekt, ja, aber dort steht doch direkt, dass Jesus von Gott geheilt worden ist. Nein, es ging um jemanden, der geheilt wurde, ein Mensch. Hört man mich? Ja, jetzt wieder. Okay. Ja. Ich hoffe, ich hänge nicht. Ich hänge ein bisschen, glaube ich, ne? Bisschen, ja. Ab und zu. Aber dort stand doch, habe ich das falsch jetzt vorher gelesen, dass er geheilt worden ist oder gerettet worden ist, Jesus. Es ging um einen Mann. Es ging um einen Mann, der geheilt wurde. So. Und die wurden dann bei diesem Priester gefragt. Bei diesem hohen Priester wurden sie gefragt, durch welchen Namen die das gemacht haben. Guck mal, hier ist noch ein Vers. In Römerbrief. Wir haben das erste noch nicht mal richtig fertig geredet, ja. Und sind jetzt wieder beim anderen gelandet. Okay. Ja, okay. Okay. Das, was du als erstes gelesen hast. Also, hier. Ja. Du musst ab Kapitel 3 lesen, da geht es um die Heilung eines Gelähmten. So. Wird jemand geheilt? Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel zur neuen Stunde, Mann herbeigebracht. Der Lahm. Ja, bitte. Ja, Hänger wieder. Hängt nicht. Ne? Abu Khanjar, bist du noch da? Ja, Bruder, ich bin noch da, ja. Willst du noch weiter ausführen, kurz? Kapitel 3 und 4, oder? Meinst du, Bruder? Nee, ihm kurz noch erklären. Das, was wir dort gelesen haben, da kam diese eine Stelle, wo wieder die Aufteilung war zwischen Gott und Jesus. Ich muss kurz lesen, ich liege gerade im Bett, warte mal kurz. Guck mal. Jetzt musst du aufstehen. Kein Problem, Bruder. Also Umut, hörst du mich wieder gut jetzt? Ja, Bruder. Pass auf. Und zwar, hier wird in dem Kapitel 3 ein Gelähmter geheilt. Ja? Genau.
Und danach verkündigt Petrus ab Vers 12 den Messias. Ja. So. Er sagt hier in ab 19, tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Ja? Damit Zeichen der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund all seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Okay, merk ganz kurz, siehst du dort, wie das wieder unterschieden wird? Also der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Also Jesus Christus wurde zuvor verkündet, das stimmt ja schon mal. Genau. Und wenn man weiterliest, kommt ja diese Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund, wieso steht dort nicht, wovon Jesus, wenn Jesus doch Gott ist? Ja, weil wir ja glauben, dass Gott Mensch wurde. Das ist ja das Zeugnis. Das Zeugnis muss beibehalten werden. Es wird immer berichtet, dass Gott Mensch wurde. Okay, also wir haben ja dieses Problem dann eigentlich, dass man daraus sehen kann, dass Jesus nicht Gott ist, aber an anderen Stellen sehen kann, dass Jesus Gott ist. Doch, wir haben das Problem nicht. Also es muss immer ganz klar, es muss ganz klar das Zeugnis aufrechterhalten werden, dass Gott Mensch wurde. Ja, ich meine, wir können ja auf die komplette Bibel eingehen, wenn dort Stellen sind, Ja. wo wir sagen, hier, guck, hier steht, dass Jesus Gott ist. Dann kann Ja. man genauso auch Stellen finden, da wo steht, dass Jesus nur ein Gesandter ist. Das heißt, wir sind dann Ja. irgendwo da, wo wir sagen, man kann es so nehmen oder man kann es so nehmen, richtig? Ja, die Bibel, die legt sich selber aus. Das heißt, wenn du eine Frage hast, guck mal hier zum Beispiel, du hast jetzt die ganze Zeit Fragen und ich zeige dir die ganze Zeit Verse. Das heißt, die Bibel antwortet dir immer. Guck jetzt. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Also zwischen ihm selbst als Gott, ja? Und uns den Menschen, also zwischen dir und Gott, ist ein Mittler, der deine Sünden vergibt. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Wo steht der Weil die der Mensch Sünden Jesus Christus vergibt? ist am Kreuz gestorben. Wo steht das, dass der die Sünden vergibt, dieser Mittler? Steht doch hier, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Als Das ist Lösegeld. das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und als Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Okay, er sagt, ich bin das Lösegeld quasi. Also er ist das Lösegeld, Jesus Christus, das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger. Also er wurde so eingesetzt von einem Schöpfer. Genau, der Mensch Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und auferstanden und er hat ja Blut vergossen am Kreuz. Richtig. Und dieses Blut von diesem Menschen Jesus Christus, nur das kann deine Sünden vergeben. Und wo steht das, Du dass musst. nur das diese Sünden vergeben? Lösegeld bedeutet das für mich, dass ich dadurch, dass meine Sünden Ja. vergeben werden. Oder dass das diese Kennst Zahlung ist dafür, für die Sünden. Genau. Moment. Hier, das ist wieder eine andere Frage und das beantwortet die Bibel so. In Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, also den Menschen Jesus Christus, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Okay, ich verstehe daraus, dass Jesus, also dass Gott Jesus als Mensch so eingesetzt hat, dass er für unsere Sünden quasi gestorben ist. Genau, und hier auch, hier in Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 14, beziehungsweise ab 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe,
indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Okay, das ist eindeutig, das kann man nicht weiter rausdick machen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ja. Und wir die Erlösung haben durch sein Blut. Genau, das heißt, du musst. Er hat also, es gibt bezahlt, heißt das.